Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir untersuchen gerade unsere erste Leiche hier im Spiel. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil? Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Vielleicht von einem sehr krassen Vampir, vielleicht ist das ja auch so eine Art Vampirfeder, deswegen auch die Bruxa da, weil sie vielleicht zu den Vampiren gehört, die gegen die anderen kämpfen, keine Ahnung, aber ich habe ein paar wilde Ideen, Magier, der sich in verschiedene Monster verwandeln kann, jetzt eine Vampirfeder, ich bin gespannt. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmarin soll mich zur Herzogin bringen. Tja, also, ich denke schon, dass es irgendwas mit Vampiren zu tun hat und dass die Hand vor allem, also das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass die Hand halt einem Vampir gehört, einem sehr mächtigen, und dass deswegen sich die noch bewegt. Halt, falsche Richtung. Moment mal, ging's hier geradeaus? Hier ist doch ein... Hä? Hier dahinter ist doch noch ein Raum? Seht ihr das? Oben rechts auf der Karte? Kriege ich das irgendwie weg? Also, das scheint fest zu sein, aber hier ist eindeutig noch ein Raum dahinter, also ein Gang. Fuck, ich will dahin. Aber das ist nichts, was ich kaputt machen kann. Das wäre sonst markiert. Schade. Vielleicht wollten sie aber was hinmachen, haben es dann doch nicht gemacht. So, suche Palmarin auf und bitte ihn, dich zur Herzogin zu bringen. Jetzt schauen wir einfach, was näher dran ist. Okay, das ist überhaupt gar nicht weit weg, sehe ich gerade. Jetzt schauen wir aber erstmal, wo die ganzen Nebenquests uns hinführen. Einvernehmlich, triff dich mit dem Kaufleuten im Lager. Wo ist das? Deutlich weiter weg. Ritter zu Diensten. Deutlich weiter weg. Einvernehmlich. Jetzt haben wir gerade Weinfäden. Auch deutlich weiter weg. Quintturnier. Auch deutlich weiter weg. Ja, dann bleiben wir erstmal beim Hauptquest. Unsere Wege werden uns schon nochmal dahin führen, wo die Nebenquests sind. Kein Stress. Und von daher würde ich sagen, wir müssen ja auch hinreiten. Wir haben ja noch gar nichts freigeschalten. Ich überlege gerade, wie ich das mache, dass ich mir die Sachen hier angucke, aber das werde ich dann machen, wenn ich die Fragezeichen hier habe. Es macht jetzt keinen Sinn, hier diesen Umweg zu gehen, glaube ich, oder? Oder? Soll ich den Umweg gehen? Ich denke halt, wenn ich das hier irgendwann dann anschaue mit das Anschlagbrett, werden hier überall Fragezeichen auftauchen, aber ich habe halt Angst, dass ich es irgendwann vergesse, mir die Gegend hier anzuschauen, wenn ich es jetzt nicht mache. Ja, komm, wir gucken uns die zwei Gehöfte hier mal an. Das eine ist bestimmt ein Weingut, das andere eher so in Richtung, so eine Art Hafen. Komm her, Plätze. Dann mal los. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Und wenn da nichts ist, geht's schnell. Und wenn da jetzt doch irgendwie was ist im Sinne von interessanter Ort, also irgendein Fragezeichen oder so, dann wäre ich da ja sowieso irgendwann hin, von daher.
Da ist auf jeden Fall ein Boot, also denke ich mal, dass da keine Monster sind. Mühle des Grafen Delacroix. Delacroix, Delacroix, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hier ist bestimmt auch irgendwo ein... Beweg dich! Wegkreuz. Die Geschäfte der Familie Delacroix, Delacroix, ich weiß nicht, wie das gesprochen wird, standen noch nie unter einem guten Stern. Ihre Weinreben fielen Adam von Nazairs Versuchen zum Opfer, den Sans Retour umzuleiten, und ihre Olivenhaine wurden von einer Plage von Panzerinsekten verschlungen. Danach wollten sie ihre alte Wassermühle wieder in Betrieb nehmen, um sich ihren Unterhalt mit der Brotproduktion zu verdienen. Beinahe hätte es geklappt. Dann erfuhren sie auf die harte Art, dass große Mengen von Mehlstaub in geschlossenen Räumen zu mächtigen Staubexplosionen führen können. Herzlichen Glückwunsch. So, hier gab es also nichts Neues. Dann gehen wir jetzt hier hin. Das ist auch sehr nah dran. Komm jetzt. Oh, hier so eine kleine... ich weiß nicht, wie man es gleich nennt. So ein Ding halt, wo die Rehe essen können. Eigentlich für den Winter. Aber es kann auch sein, dass es für Pferde einfach nehmen. Na toll, wie soll ich denn jetzt hier hoch? Komm, das schaffst du, das schaffst du. Na komm. Ach, muss denn hier alles eingezäunt sein? Mann, Mann, Mann. Hat doch wieder jemand so viel Geld gehabt. Na, scheint einfach nur ein Bauernhof, Weingut, wie auch immer zu sein. Gelobt seien die Reben, in deren Überfluss wir leben. Okay. Wo ist denn hier das Wegkreuz? Muss da irgendwo ein Wegkreuz sein, oder nicht? Wahrscheinlich eher hier oben. Na komm, Plötze, helf mir. Och nee, jetzt ist er noch hinter dem... Och, hinter dem blöden Zaun. Hoffentlich passiert das nicht so oft hier in dem Spiel jetzt. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Diesmal ist er vor mir aufgetaucht. Was ist denn da los? Okay, er scheint nichts zu sein. Egal. Hat sich gar nicht gelohnt. Sans Retourtal. Dann gehen wir mal nach oben. Gott. Was für Wege. Aber das ist irgendwie auch eine geile Landschaft auf jeden Fall. Oh, okay, Plätze hat keinen Bock. Machen wir selber, soweit ist es auch nicht mehr. Wir müssen wieder einen ziemlichen Umweg gehen, wie es aussieht. Hier wird ein Geschrei. Ist das eine Arena oder was? Ist mein Wunsch, in deinem Namen mit Leidenschaft zu kämpfen. Und ich erflehe es, Lieferant der Hafen. Wo ist denn hier das Wegkreuz? Freunde, ich brauche die, weil ich ja später auch wahrscheinlich mal da hinreisen muss. Oh. Na gut. Wird schon irgendwann kommen, hoffe ich. Keine Sorge. Hier vielleicht irgendwo. Das ist ja ziemliche Action. Sorry. Sorry. Na dann gehen wir doch erstmal zu den Händlern. Ah, ein Mann vom Fach. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ihr wisst gute Qualität zu schätzen. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, Quinn zu spielen mit dem Typ da, mit dem, wie heißt er? Da muss ich mir eine Markierung setzen. Quinn zu spielen mit dem, hier zum Basilisten, mit dem muss ich noch Quinn spielen. Dann mache ich dieses blaue Ding mal hin. Dann weiß ich, dass ich da nochmal hinkommen muss. Über um die Wandergilde kümmern. Ah. So, dann spielen wir doch direkt. Nee, wir gucken erstmal, ob er was hast Karten du denn? Hat. Naja, verkauft keine Karten, wie es aussieht. So, was brauchen wir? Nigredo und Vitriol. Ich habe natürlich nicht gemerkt, wie Nigredo aussah, verdammt.
War aber, glaube ich, kein Edelstein. Ach, konnte man das nicht irgendwie markieren, dass man das braucht? Ich glaube, das konnte man irgendwie markieren. Ging denn das? Mal gucken, ob ich das finde. Bis dann. Aber Amboss! Am wichtigsten ist natürlich, dass ich die Schwalbe bekomme. Filter anheften. Rezeptschema wird jetzt im Handelsfenster angezeigt. Sehr gut. Und dann noch Moonstone. So, werden jetzt beide angeheftet oder geht es immer nur bei einem? Na, es geht immer nur bei einem. Okay, Vitriol ist wichtiger, aber ich glaube, bei Vitriol weiß ich halt, wie es aussieht. Es ist so ein komischer Staub. Ich mache, glaube ich, trotzdem das Nigredo. Ist halt auch ein Staub. Es aussieht fast wie ein Staub. Spons. Ah. Was? Ich dachte, es ist jetzt angeheftet. Wo denn? Also ich sehe nicht, dass es angeheftet ist. Ah, egal. Also es ist so ein komischer brauner Staub, aber nicht das. Und der hat's halt auch nicht. Ich glaube, Schwerter brauchen wir hier keine. Verkaufen. 9000 hat er! Das ist ja geil. Dann können wir ja ordentlich verkaufen. Nice. Ich meine, wir haben eh nicht viel Gewicht. Das ist mal irgendwie auch in Hearts of Stone nicht mehr wirklich so das Problem. 11 Kilo. Weil wir einfach da auch alles verkaufen konnten am Anfang. Es war eher am Ende von Witcher 3 immer so ein Problem, weil die alle kein Geld mehr hatten. Und wir dann dementsprechend die Sachen nicht verkaufen konnten. Aber das ist jetzt gerade alles kein Stress hier. 486, 411. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal mehr 10.000 von den Kronen, von daher passt es schon. Dass wir ein bisschen Kohle bekommen. Winterklinge verkaufe ich nicht. Schlimm werde ich es irgendwann vergessen und sie aus Versehen verkaufen. Aber egal. So. Gut, dann haben wir ja... Ah, Moment, wir brauchen doch irgendwas zum Reparieren. Was hat gefehlt? Genau. Hier. Meister Waffenreparatur. Sehr gut. Und Meister Rüstung haben wir noch 8. Ich glaube, da brauchen wir nichts kaufen. Handwerk. Ja, eigentlich brauche ich mir nichts bauen. Bin ich nicht so ein Fan von. Ach, hier wird das angezeigt. Oder? Ja, ich glaube, hier wird das angezeigt. Egal. Reparieren erstmal alles. Quint. Unsere erste Partie Quint im Toussaint. Wie wär's mit einer Runde Quint? Durch die Straße. Schauen wir mal, aber ich gehe mal davon aus, dass die eher schwache Decks haben, also nicht wirklich gut spielen. So, Finte ist immer gut. Klirrende Kälte, ich glaube, Skellige hat viele Nahkämpfer. Strömender Regen brauchen wir, glaube ich, nicht. Gutes Wetter würde ich auch weglegen, wenn es sonst nichts gibt, das wir unbedingt weglegen müssen. Ah, ich glaube, ich nehme gutes Wetter. Was kann der denn? Einheiten verlieren bei schlechtem Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Oh. Ja, ich habe leider überhaupt gar keinen Spion. Das ist richtig kacke, aber ich brauche auf jeden Fall eine starke Einheit, die ich wiederbeleben kann. Deswegen packen wir die mal aus. Vielleicht gewinnen wir auch die erste Runde. Skellige Sturm. Zum Glück habe ich gutes Wetter, ey. Stärke aller Nahkampf. Aha, okay. Ich überlege halt. Ach, scheiße, ich habe gutes Wetter weggelegt, ich Idiot. Okay, ich kann eigentlich die Runde jetzt schon abgeben, aber muss jetzt noch mindestens eine Einheitenkarte ausspielen, deswegen ist es gar nicht so schlecht, glaube ich. Oder so schlimm. Also mindestens eine muss er ausspielen. Er spielt sogar zwei aus, weil er noch Karten dadurch bekommt. Blöd. Die können wir halt leider auch nicht wiederholen, das ist ein bisschen scheiße.
Da haben wir echt Pech, dass wir keinen einzigen Spion gezogen haben. Wenn wir ein bisschen Glück haben, hat er noch irgendeinen Spion, aber mir fällt jetzt keiner ein, den er haben könnte. So, dann werden wir direkt mal wiederbeleben. Ja, kann nur den holen. Hoffentlich hat er nicht nochmal so einen blöden Sturm, ey. Was war das nochmal? Wird in einen Bär verwandelt, wenn eine Matroeme-Karte in der gleichen Reihe liegt. Ja, liegt aber zum Glück noch nicht. Klirrende Kälte bringt uns auch gerade gar nichts, mal davon abgesehen. Suchen wir mal die teuren Sachen für die nächste Runde aufzuheben. Ich muss ja jetzt gewinnen. Mäusack. Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden verwandelt. Na toll, geil, läuft. Und jetzt, jetzt müssen wir ja... wobei, wir können auch das Horn ausspielen. Hat immer noch weniger, geil. Ah, der Gegner passt, das ist schon mal gut. Müssen wir leider noch so eine 10er-Einheit ausspielen. Bleibt noch nichts anderes übrig. Wirklich viele Karten haben wir nicht, ne? Wir können auch eine vom Gegner nehmen. Warum kommen denn die direkt wieder? Fuck! Was ist denn da los? Dann hat er auch noch... Oh nein! Oh. Aber nur eine, ich dachte, es kommen noch zwei. Aber schön, dass ich halt hier das dumme Wetter aufgehoben habe, weil es gar nichts bringt. Scheiße, ich werde es bestimmt verlieren. Ah, jetzt. Sehr schön. Aber er verliert ja auch nur die Hälfte wegen seinem blöden Effekt. Ich denke halt keine weitere Wetterkarte. Ja, ja. Hier eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Lass mich raten, der Gegner hat keine Karte, die ich ziehen kann. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ich habe verloren, fällt mir gerade auf. Der Gegner hat jetzt immer noch mehr Einheiten als ich, also mehr Stärke. Fuck! Also ich kann auch ein bisschen rumspielen, aber ich habe verloren. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so starke Decks haben. Cool. Ach Gott, unser erstes Spiel in Toussaint, wir haben es direkt verloren. Aber okay, ich habe halt das Deck vom Gegner komplett falsch eingeschätzt. Wir machen es direkt nochmal. Oh, wir haben ja auch 50 verloren, fällt mir gerade ein. Ach, jetzt habe ich um 25 gespielt. Ich wollte eigentlich wieder um 50 spielen. Ich sollte dich wieder auf nördliche Königreiche gehen. Aber ich glaube, ich hatte einfach Pech, oder? Jetzt kann ich das Deck besser einschätzen. Ich hatte zum Beispiel schon mal kein Spion. Das alleine ist ja schon krass. So, ein Spion haben wir. Klirrende Kälte hat nicht so viel gebracht. Finte können wir gebrauchen. Klirrende Kälte hat nicht so viel gebracht. Haben wir Nahkampfeinheiten? Wenn wir den rausnehmen, dann können wir eigentlich auch Klirrende Kälte behalten. Aber das Horn ist halt echt die Frage, ob ich das... Ja doch, das Horn können wir gebrauchen. Das ist nochmal eine 10er Einheit mindestens. Klirrende Kälte. Ich glaube, ich lasse es so. Diesmal haben wir wenigstens auch den Spion. Oh, da spielt die Kuh aus. Geil. Wenn die vernichtet wird, zum Short, oder? Wenn diese Karte vom Lachen entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte beigerufen, die ihren Platz einnimmt. Ja. Oh, zwei Hörner haben wir jetzt. Mein Gegner passt. Wäre halt sehr blöd, jetzt die Runde abzugeben. Ne? Ich brauche eh was im Friedhof. Hm.
gewinnen. Ich denke, diesmal könnten wir es gewinnen. Nein, Stufe 8 ist jetzt auch nicht so krass, ne? Wir haben noch glühende Kälte. Ich meine, da verliert nur die Hälfte aus. Besser als nichts. Wir müssen aufpassen, dass wir Verbrennen rechtzeitig einsetzen. 6. Einheit, das ist auch nicht so geil. Ich würde halt am liebsten mit Verbrennen mehrere vernichten, logischerweise. Vernichten wir wieder bloß ihn. Ah, vielleicht spielen die nochmal aus, dann haben wir 2 12er Einheiten, die wir kaputt machen können. Ah, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt... Also ich kann halt spekulieren, wenn ich jetzt die Wiederbelebungseinheit hole. Dann habe ich eine 10er Einheit, das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt Verbrennen nicht einsetze. Dann wird er auch irgendwann mal aufgeben. Ah, wieder bloß eine 6er. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt verdoppel, habe ich eine 20er Einheit. Ist ja eigentlich auch nicht der Plan. Ich glaube, ich setze erstmal ein Horn ein, um mir ein bisschen Zeit. Ach nee, Quatsch, dann hat er eine 20er. Oh, klirrende Kälte. Nehme ich jetzt die klirrende Kälte und hebe den Verbrenner einfach auf für die nächste Runde. Das gibt der hoffentlich ab. Immer noch nicht. 31, 18. Ich kann halt nicht abgeben. Ich muss Feuer spielen. Aber okay, ich werde jetzt eh kein Verbrennen ausspielen in der Runde. Dann kann ich jetzt auch verdoppeln. Sinnlos. Ja, ich habe nichts mehr am Friedhof. Ich muss jetzt die Karte hier ausspielen. Oder ich hole mir erstmal den hier wieder für die nächste Runde. Das geht auch. Jetzt gib doch mal die Runde ab. Oh, da gibt nicht auf, der Junge. Was ist denn los mit dem? Meine Herren. Na, dann muss ich es weiter durchziehen. Was soll ich machen? Dann muss ich jetzt leider das verschwenden, wie es aussieht. Will ja einfach nicht abgeben. Klirrende Kälte. Okay, da kann nichts Geiles mehr haben. Ich hätte jetzt keine klirrende Kälte ausgespielt. Ich gebe jetzt ab. Naja, zweimal klirrende Kälte. Was hat er denn da für ein Mist gemacht? Jetzt hat er ja auch in der nächsten Runde... Ach, das war ja schon die letzte. Deswegen gibt er nicht auf. Bin ich komplett doof? Ich habe ja die erste gewonnen. Oh Gott, ich habe gedacht, ich habe die erste verloren. Jetzt ergibt es doch alles Sinn, was er gemacht hat. Eieieiei. Total einfach jetzt gewesen, der zweite Kampf. Der erste war halt schwer. Junger Berserker, das müsste ja dann Skellige sein, oder? Ach, wo guck ich denn nach? Quint, hurra, hurra, Skellige ist da. Was ist das denn? Sammle die fehlenden Karten des Skellige-Kartensatzes. Ah, okay. Keine Frösche? Nein, Kühe. Junger Berserker, der, okay. Wollte ich aber eigentlich nicht verfolgen, aber ist ja egal, ich weiß ja eh, wo ich hin muss. Ihn haben wir. Wäre jetzt trotzdem erstmal wieder wechseln aufs Hauptquest. Dann würde ich sagen, speichern wir mal und liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.